Servus zusammen, wir haben den 4. Oktober, es ist Dienstag. Ungewöhnlich, dass da ein Film mache, aber ich habe ja unentschuldigt gefehlt am Freitag. Das lag schlicht und ergreifend daran, ich habe mir auf der Wiesn habe ich eine Corona abgeschleppt. Und die hat sich dann hier eine Woche lang bei freier Kost und Logis hier bei mir ausgetobt. Und die war nicht besonders freundlich, deswegen habe ich sie heute Morgen dann rausgeschmissen. Aber tatsächlich, da ging gar nichts mehr. Ich war also schwer beschäftigt mit Corona. Aber wie es so üblich ist, wenn man eine Woche mit Corona im Bett liegt, dann wird einem auch irgendwann mal langweilig. Und seitdem habe ich also meine Allgemeinbildung erheblich verbessert durchs Fernsehen. Und ich werde mich jetzt irgendwann bei Günther Jauch anmelden. Ja, zumindest weiß ich, dass jetzt Wasserschildkröten oder Meeresschildkröten, wenn die Eier ablegen, sind die Eier noch Neutrum. Und nur wenn der Sand warm ist, werden es Mädels. Und wenn der Sand kalt ist, dann werden es Jungs. Ja, deswegen laichen die zweimal im Jahr. Leichen die? Weiß nicht. Also legen Eier. Und also meine Allgemeinbildung ist jetzt ganz hervorragend. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Das hört ihr auch an der Stimme. Das hat nichts mit dem Singen von schmutzigen Liedern auf der Wiesn zu tun. Das ist schlicht und ergreifend ja, Corona-Folge. Gut, schauen wir mal hier, was macht der DAX? Also ich habe fast gar nichts gehandelt. Der letzte Film von mir war, da hatten wir hinten eine 4-Stunden-Kerze, die ging relativ gut. Warte mal, wo war denn die? Ich zeige euch gleich mal. Die ging gut und das war diese hier. War das diese hier? Ja, das war diese hier. Und dann ging das auch sogar noch kurz nach dem Film, ich habe mal 17:30 gemacht, ging es nochmal 130 Punkte höher und dann ging es nochmal runter. Da habe ich echt geschwitzt. Weil der Schein, den ich ausgesucht habe, der lag hier drunter. Da habe ich gesagt, okay, wenn wir jetzt hier drunter gehen, das war die 11.860, dann 30 Punkte tiefer, dann muss der raus. Hat er nicht gemacht. Jetzt hat er auf 4-Stunden-Basis so einen Doppelboden hier gemacht. Und hat, das seht ihr hier auch schon, kommt in so einen wilden Bereich rein. Ich gehe aber lieber auf den Tag, weil das finde ich insgesamt wichtiger. Der Tag. Ich hole es mal hier rüber. Man kann und sollte bei solchen Bewegungen, wenn die lange gelaufen sind, hat man immer die Berechtigung, hier mal diese Downtrends zu ziehen. Ja, und da liege ich ziemlich genau hier. Wir haben, das ist jetzt wie gesagt der Tageschart, wir waren am unteren Band. Wir haben hier dieses, was man auf 4 Stunden besser sieht, diesen Doppelboden gemacht, ja fast sogar einen Dreifachboden, sind hier rüber. Und dann sind wir gestern, ich weiß nicht um wie viel Uhr, das war dann natürlich der 3. Oktober, da war auch nicht jeder da, sind wir dann hier bei 12.050 drüber gegangen, um bei 12.000, ich glaube zwar 200 zu schließen. Wir haben jetzt hier mal ein fettes Gap. Ja, aber wir haben, das ist jetzt hier der Bereich von 11.866, ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben also diesen Trend dann hier gebrochen und dann hatte man zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, ich würde sowas niemals hier kaufen, würde ich nicht machen. Ich habe das eher erst hier oben gemacht, als wir schon diese und diese Kerze vernascht hatten. Aber da muss der Stopp hier drunter, ja, und der tut weh, wenn er gerissen wird. Ja. Aber das ist Trading, da muss man durch. Dass wir jetzt heute direkt zur 20-Tage-Linie gehen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, na, vielleicht irgendwo hier hin, aber wir sind dran. Die ist bei, wo war die jetzt nochmal? Bei 12.637. Sind wir im ersten Anlauf hingegangen, nochmal ein bisschen runter, unter die 12.600 und dann weiter hoch. Wir sind also in der Mitte der Bänder, rein vom Chart her, relativ neutral. Dieser Bereich von der 12.600, das kennt ihr noch von letzter und vorletzter Woche. Das war diese Geschichte, wo wir dann mal durchgebrochen sind. Jetzt gibt es hier für mich nur diesen kleinen Widerstand erstmal, das war der 12.950. Hier ist nicht viel im Chart, das muss man wirklich sagen. Der wichtigste Punkt ist hier oben dieser hier. Das ist der lange, lange Downtrend vom All-Time-High. Dieser hier, von diesem Doppeltop. Der liegt bei ziemlich genau 13.500 da und verbindet sich da mit dem oberen Band. Und wir haben hier diesen Chartpunkt bei 13.564. Im Prinzip ist das das Einzige. Aber das ist mir zu weit weg. Was gibt es dazwischen? Und da habe ich hier, jetzt muss ich schauen, das ist vom 20.09. so ein Zwischenhoch, das ist bei 12.948. Das sind nur 300 Punkte. Wenn wir heute schon allein, wie viel Prozent waren es heute? 3,66% gemacht. Das ist eine Menge. Jetzt wurde als Gerücht für heute, ich gehe wieder zurück auf den Tag, wurde unter anderem genannt, dass man davon ausgeht, dass die Notenbanken die Zügel nicht so streng halten, weil Australien hat die Zinsen nicht so sehr angezogen. Und die Bank of England hat da, wie ich finde, ein bisschen Blödsinn gebaut. Ich teile dieses Gerücht nicht, muss ich ehrlich sagen. Hier hat sich gar nichts verändert.
Wir haben eine Inflation, wir haben eine Rezession, wir haben Taiwan, wir haben Ukraine. Da ist nirgendwo irgendwas besser. Aber ich finde es ein bisschen arg sorglos. Meine Begründung ist schlicht und ergreifend, dass solche Leute, die hier wirklich mit Mut und Einsatz short gegangen sind, so Ray Dalios und sowas, bei 15, bei 14.800 ungefähr, die machen einfach mal die Position zu. Die liegen 3.000 Punkte vorne und liegen auch noch im Dollar vorne. Ja? Also die machen hier richtig, richtig Party. Und das haben sie gut gemacht. Das war mutig, das war groß, das war mutig, das haben sie gut gesehen. Die machen einfach mal ein paar Positionen zu. Hinzu kommt dann sowas wie zum Beispiel Deutsche Bank, Commerzbank. Gestern wurde überall über die CSFB gesprochen, ist ja pleite und da geht gar nichts mehr und zweites Lehman und viel größer. Ja, und da wurden Deutsche und Commerzbank direkt in die gleiche Jauchegrube geschmissen. Ja, was machen sie heute? Deutsche Bank ist 10% besser gegenüber dem Tiefskurs von gestern bei 7,24. Die Commerzbank waren 7 und sind jetzt, oh, wo finde ich sie denn jetzt hier? Die sind jetzt hier 7,65. Ja, das sind auch fast 10%. Also ich mag ja so Gerüchte, weil da wird ganz schnell abverkauft, aber man kann fast sehen, wo eine Stabilisierung eintritt. Und das war gestern bei Deutsche Bank, war das so um die 7,35 und bei Commerzbank war es um die 7,12. Guckt mal auf den Chart, geht mal auf den Stundenchart, da könnt ihr das sehen. Ich fand das eigentlich ganz gut. Ich habe beide mitgenommen, das war hervorragend. Also wir haben hier wilde Bewegungen. Der VDAX ist bei fast 30, entspricht einer Tagesbewegung von ungefähr 2%. Und das wird auch uns weiter begleiten. Ich denke nicht, dass wir mit den Kursen, was haben wir jetzt? Wir haben seit gestern vom Tiefskurs 760 Punkte gemacht, dass wir genauso weiter hochgehen. Das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, das ist im Bereich um die 12.600. Jetzt sind wir halt mal ein bisschen drüber, hoch bis zu 12.750, 12.800 mit der 20-Tage-Linie und dem eben gezeigten Widerstand bei der 4-Stunden-Chart, dass wir da erstmal ein bisschen verharren. Normalerweise nach so einem starken Tag, das war aber hier gestern auch der Fall, nur gestern war das ja eigentlich ziemlich umsatzlos. Ja. Aber normalerweise nach so einem starken Tag ist der nächste Tag deutlich ruhiger. Dann kommen dann solche Kerzen hier rein und es geht tendenziell eher mal ein bisschen tiefer. Also ich würde jetzt hier nichts reinfixen, aber ich sehe jetzt nicht, dass ich jetzt hier unbedingt noch kaufen muss. Nicht jetzt hier abends um 17:47 Uhr. Also ich meine, wir sind hier, sind wir neutral, das ist schön, das wird mir gut. Wir kommen hier an Widerstand, wir machen ein Back-to-Breakout, so nennt sich das. Haben wir gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier passiert. Die Technik ist in Ordnung, sowohl über den Oszillator als auch über den Trendfolger. Kann man überhaupt nicht meckern. Aber ihr merkt schon, meine Stimme geht langsam wieder weg. Sorry dafür, ja. Vielleicht sollte ich anfangen zu singen oder so. Dann klingt es authentisch. Ich glaube nicht, dass wir nennenswert jetzt in dieser Bewegung hier jetzt noch nennenswert hier reingrätschen. Erstmal ein bisschen Pause. Das war schon viel. Das war schon viel. Dann müssen wir gucken. Aber zum Short gehen ist das hier definitiv nichts. So, jetzt komme ich mal zu den Scheinen. Da gibt es eine Neuheit. Und zwar, seit 3 Monaten schaue ich mir, ich gucke mir sowieso jeden Tag die Scheine an. Und seit 3 Monaten schaue ich mir sehr intensiv die Scheine von der Citibank an. Ich habe mit denen am Telefon gesprochen, ich habe mich mit denen getroffen, wir haben uns ausgetauscht. Ich habe gesagt, also das wäre schöner, wenn das so und so wäre. Und ich muss sagen, die sind erstaunlich kommunikativ. Und die haben seit den 3 Monaten, seitdem ich sie beobachte, ich möchte nicht sagen Quantensprung gemacht, aber die Performance erheblich verbessert. Performance, was den Preis angeht, die sind bei mir, und nochmal, ich überprüfe jeden Tag die Scheine, die sind bei mir immer zwischen Platz 1 und Platz 3, was die Preise angeht. Ja, da sind sie also wirklich besser geworden. Das ist also deutlich besser. Und das hat mir gut gefällt. Das ist ein richtiger schöner Optimierungsprozess. Und heute, gerade an so einem schnellen Tag, habe ich mir auch nochmal angeschaut, weil das war früher immer so ein, na, so ein Problem, dass die Scheine, die Preise der Scheine relativ schnell rausgenommen wurden. Also wenn wir da irgendwie so 50, 60 Punkte in der Nähe eines Knockouts waren, da war auf einmal der Preis nicht, was weiß ich, 1 Euro zu 1,10 Euro, sondern der war dann irgendwie 90 Cent zu 1,50 Euro. Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Auch das haben die geändert. Also heute zum Beispiel habe ich gesehen, dass bis 40 Punkte an den Strike bei den Puts waren die mit 1 Cent dabei. Dann nehmen sie natürlich ein bisschen auseinander. Und sie nehmen es ein bisschen auseinander auch abends so ab 17:36 Uhr. Ist ganz klar, der Umsatz geht zurück, die Preise für die Aktien sind auch breiter, das Volumen ist dann nicht mehr da, die können also sich nicht wirklich hedgen. Da müssen sie es breiter machen. Das machen aber fast alle. Ja? Aber mir hat das gut gefallen.
Und ich sehe da auch eine Kontinuität und ich bin auch mit denen in stetigen Kontakt. Wenn euch da irgendwo irgendwas mal nicht passt, schreibt es gerne in den YouTube-Kanal drunter. Dann gebe ich das, lege ich das mal vor, dann sollen sie sich dazu äußern. Aber mir hat es gut gefallen, was sie da in den letzten 3 Monaten machen. Also sie waren sehr kommunikativ und hilfsbereit und hat echt Spaß gemacht. Diese Scheine sind nicht über Scalable handelbar. Wisst ihr das? Ich bin ein großer Freund von Scalable. Die haben auch jetzt wieder ein Tool entwickelt. Also das habe ich seit Jahren vermisst bei anderen Banken. Muss nur ganz kurz einpflegen. Und zwar, wenn man ein Depot hat, man hat da Aktien, mit denen man zockt und man hat Aktien, die man vielleicht ein bisschen länger haben will oder vielleicht einen Sparplan, wird es meistens auf einer Seite gezeigt. Das ist verwirrend und nervend. Und die haben das jetzt so gemacht, dass man die Produkte, die man aussucht, die kann man einfach wegdrücken. Man muss kein neues Konto aufmachen, sondern die werden einfach weggedrückt und die werden dann nicht in der, ich nenne es mal, Hauptliste gezeigt. Das ist ein Tool, das wollte ich schon seit Jahren haben. Das hat keiner irgendwie hingekriegt. Ja, auf einmal ist es da. Finde ich ganz toll. Also meine ganzen Sparpläne, die sind komplett raus. Die habe ich nicht mehr permanent im Auge. Ja, und ich kenne ganz viele Leute, die haben das, oh, jetzt geht der Markt runter, vielleicht soll ich auch den Sparplan geben und so weiter. Aber wenn man den nicht immer vor Augen hat, dann lässt man den einfach auch mal ruhig laufen. Finde ich ganz toll. Also nochmal, die sind da nicht handelbar, die Citibank-Scheine, da ist halt UniCredit, Trinkaus und Goldman handelbar. Aber dafür haben die ganz viele Free-Trade-Aktionen. Da müsst ihr mal schauen. Sind ja auch nicht alle von euch bei Scalable oder Finanzen.net. Und die haben Free-Trade-Aktionen. Ich muss sagen, ich lasse mich nicht so schnell beeindrucken, aber das fand ich, was die in den letzten 3 Monaten dahingelegt, das fand ich wirklich beeindruckend. Fand ich cool. Die Scheine, die ich euch nenne, ist einmal ein 11.980er Call, hat im Moment einen Hebel von 18. Dürfte sogar schon ein bisschen runtergegangen sein auf 17,7, sowas. Das ist die KG8G3E. KG8G3E. 11.089, da sind wir hier. Da. Wir sind also oberhalb von diesem Trend, aber auch oberhalb von diesem Dreierboden, den wir hier haben. Ich finde, der hat genügend Abstand. Gefällt mir gut. Kann man machen. Im Sinne von, muss man nicht jetzt kaufen. Aber wenn wir dann noch mal ein bisschen runterkommen können, ist das ein Schein meiner Wahl, der bei mir auf die Watchlist kommt. Den Put habe ich 13.558. Der liegt also hinter diesem langen Downtrend hier und hinter dem oberen Band und in der Nähe von diesem Zwischenhoch. 13.558 ist im Moment ein Hebel, der müsste sogar ein bisschen wieder gestiegen sein, von 14,3, 14,4. Das ist die KG6 MK4. Ich möchte gerne schauen, was der Markt morgen macht, weil heute, das war schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und ich glaube nicht, dass es in dieser Geschwindigkeit weitergeht. Also wenn das Argument von heute mit eben die Banken, die FEDs und EZBs ziehen die Zinsen nicht so stark an. Also das glaube ich überhaupt nicht. Ich benutze den Ausdruck, den ich neulich gebraucht habe, hier auch nochmal. Ich finde diese Rallye hier ein wenig sorglos. Und ich glaube auch nicht, dass hier Shorts den Markt, das ist kein Short Squeeze, das ist es nicht. Ja? Das ist schlicht und ergreifend ein Schließen von großen Short-Positionen, die fett im Gewinn liegen. Wenn der mal einen Tag aufhört, dann fällt es hier auch genauso gut wieder 200, 300, 400 Punkte zurück. Also es ist, für mich ist die Gesamtsituation nicht einen Deut anders als das, was wir hatten, sagen wir noch am Freitagabend oder von mir aus am Sonntagabend. Nicht eine Sekunde. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.